Kann man noch quatschen oder ist schon jetzt Resi-Zeit? Das ist scheißegal, das ist Resi 6. Also, lass quatschen. Interessiert keine Sau. Wer das sehen will, der guckt einfach das alte LP von uns an. Mhm. Ich wollte einfach mal fragen, Shadow, hast du One Piece schon geguckt? Yes, I did. Den Impfstoff finden. Ich war irgendwie, weiß ich nicht, mixed feelings und so bei der Folge heute. Die Tonne kann Haki! Ja, sicher, natürlich kann die Tonne Haki. Aber wie kurz boy, der Kampf nur boy, war. Das Ding kann rennen. Bom, 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 bom. Das, eigentlich müsste man ein Meme daraus machen, so halt. Déjà vu! Nein, musst du einfach ein Big Mom das Gift, wie sie so extrem rennt, und dann schreibst du da drunter, wenn es bei Aldi Eis im Sonnenangebot gibt. Oh, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ging denn hier nochmal alles? Mir aber auch Steuerung und so. Wow. Da drin. Hi. Unsere Waffen. Jetzt müssen wir nur hinkommen. Nehm den ran. Hochsicherheit, sterile Forschungseinrichtung. Ich erwähne es immer wieder gerne. So. Let's get this shit over with. Toss me. Toss me. Steuerung. Das war das. Wo ist mein. Nee, das ist das. Ah ja, stimmt, ich habe mein Inventar ja gerade gar nicht. Das liegt da ja alles. Ich kann also nur Le Boot und Le Kick. Und Le Boot. Oh nein, ein böses Schlappermonster. Hui, hab ich Angst. Sherry! Oh, lass dich nicht beschlabbern. Alles okay. Lass dich nicht beschlabbern von dem Ding. Sicher? Lass mich beschlabbern, so was aus. Ich will. Aber es schlabbert hohl. Hey, brich die Tür auf. Muss ich nicht durch den Luftschacht. Boing. Yo, thanks. Schlecht für einen. Ja, frohe Weihnachten. Merry Christmas, you filthy animal. Ach ja, das waren die Biester. Totally forgot about this. Der Part, wo uns die Viecher alle naselang nerven. Wo ist mein Inventar? Jetzt weiß ich's wieder. Hm? Was machst denn du? Umgucken. Und Medaillen abgreifen. Cool. Ja, die eine Medaille da oben habe ich, oder gibt's noch eine andere? Nö. Okay. Halt die Fresse, du Fötus. Oh, da hat was gegen Babys. Abgreifen, ja, Zügelt eure Energie auf etwas Sinnvolles, Dipshits. Wie die Genki-Yama zum Beispiel. Zum Beispiel. Nee, aber wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch weiter streamen dürfen nach Mittwoch. Wenn nicht, ja. Gaudi, mein Danke für den Sub. Der perfide Dreck an der Sache ist halt, wie Andy schon gesagt hat, sie probieren es halt immer wieder. Ja, und immer dann wieder. Immer passend zur WM, wo kein Schwein drauf achtet. Also sie pokern drauf, dass sie irgendwann so beiläufig davon hörst, dass du denkst, und dann kommst du durch. Aber komm, also, es achten Leute trotzdem drauf und es, ja. Besonders in Zeiten von Twitter, Tumblr und Facebook. Eben. Ja. Ich sag mal so, man kann, das habe ich gestern auch schon gesagt, man kann über PewDiePie sagen, was man möchte, aber was das angeht, denkt er wenigstens. Naja, sollte er seinen Arsch hängen dran und seinen Job. Ja, meiner auch. Also so edelmütig, wie man ihm irgendwas unterstellen will. Bei Nö, das, halt ich, das hat jetzt nichts mit edelmütig zu tun. Ich find's gut, dass er da seine Reichweite benutzt, um zu sagen, so, hier, pass mal auf. This is shit. Is not so good. Nicht praktisch. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Anders geht es nicht. Du weißt, warum ich mich gerade so dermaßen darauf gefreut habe. Oh ja, ich. Oh nein, das war der Part. Yep. Ja, lol. Oh Gott. Da hätten wir locker noch hingekonnt. Ich habe die scheiß Anzeige gehabt. Ich habe 3 Anläufe gemacht und jedes Mal. Ja, bei mir auch immer so. Ich trau mich nicht. Ach, aber er nimmt das, wenn das Ding noch gar nicht da ist. Ja, Mensch, das ist ja... Ja, das ist dann badass. Nee, das ist retarded. Ja, du weißt aber auch gar nichts. Ja, ne? Oh, hi. Bist halt nicht Chris, du bist Jake. Sind
Ich weiß jetzt nicht, in welchem Punkt man das als Beleidigung auffassen könnte, aber irgendwo macht sicher Sinn. Naja, der eine macht halt, Mann! Kannst du nicht machen, Mann! Ich hab meine Männer! Oh, dieses... In jedem Moment, ihr könnt den Timer stellen, kommt Keks rein. Garantiert. Es ist aber leider so, diese Szene, it cracks me up every time. Ich, wenn ich die manchmal so durch Videos klicke, so auf meiner Festplatte und dann das sehe. Mann! Ich hab meine Männer verloren! Ja, Kunststück, du hast ja selber den Tod geschickt, du Depp. So in etwa. Oh. Oh, look at this. Now look at this medallion that I just found. One shot. Go, get ready to throw. Bist denn du? Da. Ich hab immer keine Ahnung, wo man hier irgendwas machen muss. Das ist. Das ist auch hier verwinkelt wie Holder. Nee, warte mal. Spiel will, dass wir da hinten irgendwie hingehen. This way? Nö. Lots of nö. I know what's happening here. Ich hab schon jetzt keine Ahnung, wo du lang gegangen bist. Du bist auf einmal da ziemlich weit hinten. Jake! Ja, hier ich, drüben! Alter, wenn du das die ganze Zeit machst, ne? I will fucking end you. Jake! Ja, da musst du mich erstmal finden. Oh, scheiße, finde den Weg. Motivation! Los, Jake, schneller! Ach, halt doch die Fresse, du Oktopus! Ah ja, genau, jetzt haben wir zwei und dann... Oh. Diese Begeisterungsstürme! Ja, ne, ich erinnere mich genau an diese Stelle damals und wie lange wir hier saßen. Dumm rumpimmeln, yo. Dumm rumpimmeln, yo. Ja, und jetzt, müssen wir da nur... Jetzt müssen wir da wieder hin, wo wir eben gerade waren. Und dann ist da jetzt, war da, glaube ich, ein Weg offen. Sollte ich eigentlich nochmal erwähnen, wie genial ich es finde, dass sie hier ihre WoWs frei rumlaufen lassen? Zing, zing. So ohne jegliche Art von Freund-Feind-Erkennung. Ja, ich meine, einfach so dumm rumpimmeln, yo. God damn it. Ich schreibe doch gerade die Endings für Nier Automata so in meiner Reihenfolge auf, damit ich sie halt im Stream abarbeiten kann. Okay. Und es gibt ein Ending so von wegen, wenn ein Charakter in der Stadt ist, musst du einfach nur die Area verlassen und das gilt dann als Ending, weil dann nämlich Mission failed und so kommt. Ah. Und das Problem ist, ich schreibe gerade, wenn der Gegner in der Stadt und dann sagst du rumpimmelt und ich schreibe rumpimmelt rein. Macht soweit Sinn. Die blöde Madwurst-Fabrik. Ich spar mal meine gute Munition. Ich ersauf hier im Inventar. Ich muss Zeug loswerden. Ja, aber dann kann ich nachher schön bei Uftan-Attack erstmal sagen, so, you know what, inhale in flames und so. Du weißt schon, dass du da kein Inventar mehr hast. Echt jetzt? Der kickt deine Knarre blöd grinsend weg. Ach ja. Ernst jetzt? Der geilste Part nach deiner Definition, wo du richtig Spaß dran hast und das vergisst du? Kann ich das? Blödes Händchen. Achso, musst du speziell dahin und ich muss auf die andere Seite? Ach, das war das Spiel manchmal selber nicht. Weil ich konnte da jetzt gerade nichts machen. Kann ich hier was machen? Ja, ich kann hier. Ja, ich kann hier. Mach mal deinen Chat auf. Nee, wie gesagt, also wir haben das ja eben gerade nur von wegen mit Politik gehabt, weil, ne, da wurden Dings... On everyone's minds und so. Gerade also halt on everyone's minds und so. Ja, also Politik ist gerade so allgegenwärtig. Entweder willst du dein Internet abschaffen, entweder willst du verhindern, dass du lieben darfst, wen du willst, oder, ja... Also mein heißer Kandidat, Hexerei oder oh mein Gott, die wir küssen in Farbigen, schlachtet sie. Ich meine, das war ja auch so ein Tweet, den ich verfasst hatte vorhin, so nach dem Motto, wann war das letzte Mal, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, wo man gesagt hat, Mensch, das hilft mir als Mensch, als Mitbürger richtig hart. Ja, je nachdem, wie homophob du bist, hilft dir das sehr.
Ja. Da bist du allerdings die einzige kleine Zielgruppe in deiner Angstbubble. Wenn du homophob bist, solltest du sowieso mal einen Arzt aufsuchen. Warte mal, ist hier echt nichts außer... Ich achte mal so halb auf den Chat. Phoenix, hast du gut gemacht. Hm? Ich habe was von gestern gepostet, was hast du unterschrieben. Ah, ach so, ja, sehr gut. Ich meine, ich habe da auch unterschrieben, also... Wie war denn das jetzt? Muss ich jetzt auf den wieder warten, oder? Ich habe keine Ahnung, ich gehe jetzt hier gerade mal so ein... Ne, warte, das Spiel will, dass ich nach... sagt, dass ich nach oben, das heißt, ich hätte eigentlich draufbleiben müssen. Ne, nicht auf den anderen. Weil ich glaube, der geht jetzt... Ja, genau, der geht wieder runter. Ja, kommt jetzt der... Nächsten. Ja, warte mal, ich fahr mal gleich nach oben. Taxi. Und... So, jetzt fährt das Ding. Ich muss dann auf die andere Seite. Ah. Genau, er fährt jetzt hier nach oben, jetzt kann ich rüber. Und hier müsste dann irgendwo... Ey, das ist mein guter Elefantenkiller, den lasse ich mal. Ach, die Arcadi-See-Scheiße. Wozu? Nach dem Abschnitt brauchst du es eh nicht mehr. Tob dich aus, hab Spaß. Tob dich aus, dreh durch. Go Bananas! Mach Politik! Ich soll dumm rumpimmeln? Ja. Dumm rumballern, yo. Nee, ich find's halt immer nur witzig. Leute werden wegen allem möglichen Jatz zum Arzt geschickt, weißt du? Bin ich hier falsch? Ich glaube, ich bin hier falsch. Das sieht nämlich nach einer Laserwand aus, die ungesund für mich ist. Ja, aber Spiel will, dass ich da hingehe. Komme ich da irgendwie hin? Haben da wirklich alles überprüft? Ich sag mal so, es ist sowieso alles irgendwie... Da kann ich hin. Wenn der jetzt nämlich gleich hochkommt, kann ich da rüber. Hoffentlich. Du fährst doch darüber, oder? Ja, okay. Und hoppla hopp! Hoppla Rona. Irgendwelche bösen Hentai-Monster, die mir was ans Leder wollen? Nö? Okay. Ja. Ach ja, stimmt, genau. Ah, hier. Okay, I'm here. I'm done it. Sherry! Jetzt kann ich dich nerven. Schneller! Das Ding ist, ich muss erstmal wieder einen scheiß Weg nach oben finden. Schneller! Ach, das ist so ein nerviger Kack. Na los! Na, es gibt ja zwei Plattformen und eine musst du nach oben nehmen. Ja, nur die mit den Stangen kann ich ja nicht nehmen. Nee, aber das da, wo ich eben... Ich war eben gerade da, wo du hin sollst und da brauchst du keine Stange für. Mhm. Hab ich hier Besuch? Oh. Ich hab hier Besuch! Na hey! Ein Händchen! Reich mir die Hand, Genosse. Sonst noch irgendwas? Noch ein Händchen? Wo gehalten werden möchte? Nee? Okay. Ach, ihr blöden Viecher. Naja, es muss ja kein guter Bot sein, der halt alles überprüft. Ich meine, YouTube hat auch einen lernenden Algorithmus jetzt gebaut und man hat gesehen, wie gut der funktioniert hat. Also, ne? Das ist ja genau das Problem. Man muss nichts Gutes programmieren, damit es trotzdem Schaden anrichtet. Eben. Du musst einfach nur irgendwas programmieren. So, kleiner Kevin, das ist dein Ferienjob. Morgen kommst du wieder in den Kindergarten. Wubidubidu. Er kommt langsam näher. Vielleicht auch nicht, irgendwie bist du unter mir. Ich muss erstmal nach Viecher ballern. Los, auf sie! Was passiert, wenn ich diesen Laser berühre? Keine Ahnung. Dann schmilzt du? Hm? Dann schmilzt du? Probably. Dir fallen die Haare aus? War Jump Kick. Hm, was soll denn? Ach, da drüben. Oh, hi! Kommst du denn her? Also schon 1000 bitte sehr. You have enough? Trotzdem. Ah, jetzt bist du fertig. Ja, ich habe erstmal eine Armee Nervviecher platt machen müssen. Man kennt es ja. Ja. B. Ach, shit, wo war denn jetzt B wieder? Ganz unten.
Und A ist offen, I guess. Und du hast einen Liebhaber. Oh ja. Ja, so funktionieren Laserkinder. Das kann ich nicht sagen. Ach ja, da war ja was. Evakuierung über den Aufzug einleiten. Wie bitte? Erst ist kein Strom da und jetzt zu viel? Es ist kein Strom da und jetzt zu viel? Ihr müsst irgendwie stoppen. Breaking the Habit? Khan könnte dabei helfen. Bats Bluefire, danke für den Host. Déjà-vu! Können wir da nicht rüber? Nö. Bei Fuß. Das ist eine total sichere Konstruktion. Mein Lob an den Bauer. Mhm. Das dreht sich ja nur wie so ein schönes Karussell. Ah, hier. Da hat sich jemand total Mühe gegeben. Ich find's ja lustig, dass bei dir das der Hydrated-Bot überhaupt existiert. Bei mir existiert ja gar nicht. Wer ist der Hydrated-Bot? Ja. Ja, Andy, bei dir sind die Zuschauer immer feucht. Moment, hat jemand dem Stay Hydrated Bot einen Sub geschenkt? Ja, ja. Jemand hatte dem Stay Hydrated Bot einen Sub geschenkt. Oh boy. Wow. Mussten wir jetzt hier draufbleiben? Nee, ne? Doch. Doch, wir mussten jetzt runter eiern und macht das andere Ding runter. Wir müssen nur Zeitdruck rauskoppeln. Ach ja. Fallen. Da und wieder, raus, ich will wissen. Ne? Nee. Wir wissen, welcher Depp das Ding designt hat. Achso, nee, wir müssen einfach nur hier. Oh ja, Cutscene. Ja, ich weiß ja, wie. Wenn das Spiel einen umbringen will, dann bringt es einen um. Ich kenn das doch. Mist. Och, Mist. Hey, Keeper. Guckst du einmal kurz weg? Weißt doch, wenn das Spiel dich töten will, willst du dich töten. Hm. Oh shit, jetzt werden wir gesandwiched. Donut. Sherry, alles okay? Ja, alles klar. Schnell! Mach doch schon. Hört ihr, wie ich hämmere? Hört ihr das? Bei mir krabbelst du gerade in eine komplett andere Richtung. Ja, aus deiner Sicht vielleicht. Ja. Aber trotzdem erst da. Ah, sandwiched. Irgendwie mein Lob an den Architekten. Ah. Moment, sorry. Mein Mikro will heute nicht so, wie ich will. Das ist mal ein bisschen problematisch. Jetzt ist wieder scheiße. Meine Güte. Meine Fresse, was ist denn heute los mit dir, Mikro? Chill mal deine Zone. So, geht doch. Himmelarsch. Wieso ist eigentlich alles, mit dem ich mit dir mitfahre, dem Untergang verurteilt? Was weiß ich. Jetzt mein Popschutz ist richtig, Mann. Du musst ihn mehr poppen. Okay. Ja, das will er ja nicht. Deswegen hat er ja ein Kondom drüber gezogen. Ach, deshalb klingst du so dumpf. Nö. Ja, weißt du, was ist ein Popschutz da? Hey, nee, Tobias. Wann bist du groß genug, um das selber herauszufinden? Ja, genau. Aufzug Sandwich. Oh ja. Oh, Chris, hi. Ach ja, ja gut, der Fahrstuhl kam ja noch. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Langweilig. Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Random Blutbombe. Ja. Erzählt uns doch mehr über die eine Stücke Folge heute. Und ich habe ihn über die One Piece Folge. Ja, ist interessanter als das. Ja, wir haben erfahren, Big Mom und Kaido sind offenbar doch mehr broken, als man ursprünglich gedacht hat. Ui. Naja, was ist? Ja.
So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Das ist doch immer schön so rauszufinden. Ja. Los. Und sonst ist Jammer auch broken. Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Du kriegst ein Haki, du kriegst ein Haki. Haki für alle. Ich liebe es ja, in dem Spiel immer, wenn jedermanns Stimme crackt. Das war's. Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Es war persönlich. Ich habe einen Felsen verprügelt. In 3 Sekunden jag ich ihn. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das war die Lava, die ich hingeworfen habe. Und die Rakete. Und die andere Rakete. In dem Winkel müsste er ihm jetzt eigentlich volle Kanne durchs Ohr geschossen haben. Oder er wäre taub. Viel wichtiger als dich und mich. Nein, er wäre in jedem Fall taub. Okay. Ja. Moment. Wir müssen weg! Ich fand's einfach nur merkwürdig, hey, Big Mom mit Haki zu sehen. Ich weiß nicht. Irgendwas an diesem Gesamtbild war einfach merkwürdig. Lassen wir heute jeden in den Club. Ja, tolle GIF-Animation. Mhm. Und die Welt ist infiziert. Ja, geil. Yay, AfD überall. Ja. Mach's wie Tim. Verkaufe alles, was du nicht brauchst, nur damit du dir einen Spanischkurs leisten kannst. Also Spotify, was für eine Werbung, bitte. Oh, der Kommentar ist auch nicht schlecht hier. Mich hat's gewundert, dass Big Mom so schnell war. Also. Ja, wie gesagt, es gab bei Aldi Eis im Sonderangebot. Ja, hätte ihr im Physikunterricht mal aufgepasst. Masse gleich Bewegung gleich Geschwindigkeit. Sie hätten wirklich nicht so viel aufs Spiel setzen müssen. Oder ein anderes Fallbeispiel. Der fette Felsen aus Indiana Jones. Der war am Ende auch sehr schnell. Für das Wohl der Menschheit. Aber er war sein Vater. Er hatte das Recht, es zu wissen. Auf jeden Fall wird es nie langweilig, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Jetzt stellt man sich wieder die Frage. Sorry, ja, schön, es ist toll, dass du es ihm sagen musst. Könnt ihr damit nicht warten, bis ihr die Welt gerettet habt? Ja, echt mal. Ich meine, sehr sinnvoll. Der eine Typ, der dir helfen will, die Welt zu retten. Oh, bring mich vielleicht um. Okay? Wir müssen einen Ausgang finden. Oh, hi. Tschüss, Lenzi. Wenn das vorbei ist, bringen Sie bitte mit Chris. Ganz in Ruhe, okay? Das ist meine Sache. Das ist meine Sache. Ich will jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür habe ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. Diese Voice Cracks jedes Mal. Alter, ich liebe diese Voice Cracks. Wow, hi. Flag of Germany. Mhm. Komm zurück, wenn ich auf dich schieße. Arschloch? Okay, du willst Zanke? Du kriegst Zanke. So. Auf einer bewegenden Plattform. Geh mir nicht auf den Sack, ja? Geh mir nicht auf den Sack, ja? Geh mir nicht! Germany. Germany. Ich hab doch gerade da. Boah, Alter, auf dieser bewegenden Plattform zu snipern ist echt schön. Bei uns mal, weil ich nicht. RPG! Okay. Ich dachte, ich wäre auf. Ne. Oh Mensch, die Jungs haben Spaß. Die Jungs haben echt Spaß. Ich will auch Spaß. Aber du hast doch mich. Okay, okay, das Schweigen verstehe ich. Aber wir haben doch Wow, hi. Was war das denn? Ich. The sudden urge to flashbang. Aber ich hab dich geflasht.
Hallo Freunde, lasst uns darüber reden, dass wir gleichgeschlechtliche Ehe abschaffen wollen. Ist doch Töfte, oder? Oh nein, es ist ein AfD-Politiker. Man kann uns jetzt nichts vorwerfen, das war eine politische Aussage. Nein. Ich komme wieder mit Wählerstimmen. Weg hier, Sie beide. Wir übernehmen das. Auf einmal hörst du von unten nur: Möchten Sie die AfD wählen? Auftrag. Möchten Sie einen Flyer und Kugelschreiber? Immer, ich muss mich sowieso jedes Mal zurückhalten, wenn ich irgendwelche, wenn ich diese Stände sehe von irgendwelchen Politikern. Muss ich sowieso immer so mich zurückhalten, das Ding nicht in Napalm zu ertränken, aber trotzdem. Und wir können sie nicht erlassen. Muss es so mal dreist hingehen. Und was würden sie für mich speziell tun? Einsatz soziales, bla bla bla. Dann gehst du einfach nur hin, knickst das so ein Fähnchen um. Wissen sie, Dinge können kaputt gehen. Wir verschwinden. Eigentlich, das erinnert mich jetzt gerade an diese eine Alte, die hier letztens bei uns, bei mir an der Tür geklingelt hat, mir eine Rose in die Hand gedrückt hat und von der SPD kam nach dem Motto: Ja, bei uns ist, sind ja bald Wahlen hier, ne? Und ich so, okay. Und jetzt im Nachhinein hätte ich am liebsten gesagt: Sie wissen, dass Sie mich jetzt gerade bei der Arbeit stören, richtig? Sie kosten mich jetzt gerade potenziell Geld. Warum um alles in der Welt sollte ich Ihre Partei wählen? Was können Sie mir persönlich tun? Diese Rose, die macht mich nicht satt. Dieser Zettel macht mich nicht satt. Zahlt dieser Zettel meine Miete? Nein. Was tun Sie für mich? Ihre Zeit beanspruchen und draußen bringen. Richtig, Sie verschwenden meine Zeit. Now get out of my face, you dipshit. Aber Röschen... Oh, jetzt geht's los. Jetzt darfst du hauen. Der einzige interessante Teil. Sekunde mal. Ich hab hier. Oh Mann. Okay, so. Ich hab wieder arge Flashbacks an den letzten Frankreich-Urlaub. Wolle Dose Warum Kaffee? Endet es immer in einem Vulkan? Und wieder, wer baut so eine Scheiße? Unter Wasser. Mit totalen Sicherheitsbestimmungen. Ich bin wieder da. Wollt ihr die AfD wählen? Jesus Christ. Hey Freunde, wisst ihr was? Morgen wird endlich mein Bauch zugetackert, nachdem ich ein halbes Jahr auf den Rom gerannt bin. Das Gesundheitssystem hier ist ein Witz. Check this shit out, ich hab einen Morgenstern. Das passiert mit Bewegungen. Du hast einen Morgenstern als Arm! Ende nicht die Uferbug. Siehst aus wie Leatherface und hast einen fucking Morgenstern. Ja, und hockst wirklich ein halbes Jahr rum, bis du nicht mal behandelt wirst. Zumindest der Part stimmt. Hundesohn! Oh mein Gott, ja! Oh, lass es bitte so übersetzen, wie es eigentlich bedeutet. Son of a dog? Hundesohn. Oh, wir können. Okay. Los, Jacke. Hey, hier lang. Hundesohn. Oh, der kleine Welpe ist böse. Wenn sie uns nicht wählen, dann kriegen sie einen mit dem Morgenstern über. Wieso habe ich das Gefühl, dass wenn ich das hier hochlade, wieder eine große Dislike-Welle kommt? Von wem? Politisch interessierten 10-Jährigen? Ja. Er lässt sich was einfallen. Oh, hier ist. Oh. Hier sind ja nur Kisten. Warte mal. Hufnadödel. Kling, kling, kling. Ach, du hast ihn aber gerade. Ich hab ihn gerade Granatwerfer reingejagt. Ich wollte gerade eigentlich mit meinem Dings reinhauen, mit meinem Elefantenkeller. Du darfst gleich genügend draufhauen. Ah shit, ich hab vergessen, wie man dodge. Mach doch mehr Lava-Löcher, du Idiot! Das ist ihm egal! Er würde alles
tun, um uns zu töten. Genau so war das, okay. Er würde die AfD wählen. Er würde die AfD wählen, wenn er könnte. Aber ich glaube, er hat keine Finger mehr. Ich glaube, er ist zu blöd. Alter, ich krieg gar nicht richtig von ihm auf den Sack. Er mag dich nicht. Alter, der hat sich umgedreht und auf mich gezielt. Du solltest echt mal eine Bibi essen, wenn du eine hast. Das Problem ist, ich hab nicht. Na dann, hau ihn. Oh, gib mir das! Gib das her! Meine Stimme! Ein Krankenkassenzuschlag. Du kannst auch Zombies nicht mit Nazis vergleichen. Zombies haben wenigstens Rest. Oh, alter Angel, das hast du gesagt jetzt. Aber sie hat es schön gesagt. Ich finde diese Szene war so geil. Es kickt einfach die Knarre runter. Okay, I will fucking. Weil das Ding mir auch so einen Schaden an ihm ausrichtet. Mehr hast du nicht auf. I will fucking kick you. Ach Gott, wie war das nochmal? I'm helping! Oh fuck. Sabatze Buken! Boing! Hat doch Bumse gemacht! Hau ihn nochmal! Ich hau ihn doch schon! Tu ihm mehr weh! Ich hab ihm in die Nüsse getreten. Oh, du bist mein Held. Kaboom! Nimm das! Kuschki. Das macht oder! Weil es so nett ist, auch in Szene gesetzt ist. Es macht nach wie vor Sinn. Oh, ich liebe diesen Moment. Alter! Weißt du, wir haben Tonnen von Raketen auf das Vieh geballert, einen Kran nach ihm geschmissen, eine Lawine über ihn geworfen. Jetzt gerade liegt das Ding in Lava. Aber so ein Kinnhaken haut ihn um. Das war ein Flying Punch, wenn ich bitten darf. Oh ja. Hulk Hogan spricht. Er ist endlich tot. Den sehen wir bestimmt nicht wieder. Ist es tot? Den sehen wir bestimmt nicht wieder. Oh, jedes Mal aufs Neue. Wie gesagt, es gibt eine Folge bei den Bieber-Brüdern, wo genau so ist. Welche? Was wissen wir? Ich habe Bieber-Brüder gehört. Ich sage, es gibt so eine Folge bei den Bieber-Brüdern. Da werden die von irgendeinem Gott oder irgend sowas heimgesucht. Irgend so ein riesiger Vollidiot. Und jedes Mal, wenn er verschwindet, sagt der geht einfach nur, den sehen wir bestimmt nie wieder. Und dann kommt er wieder. Das erinnert mich an eine Timon und Pumba-Folge, wo sie im Drive-Thru arbeiten. Und Pumba wirklich bei so einem richtig schlimmen Schlägertypenkunden, den Timon absolut nicht mag, immer wieder sagt, beehren Sie uns bald wieder! Und in 5 Sekunden ist er dann wieder da. Immer wieder. Und Timon versucht für Pumba die ganze Zeit davon abzuhalten, dass er sagt, beehren Sie uns bald wieder! Zu sagen. Zu dem Punkt, wo er wirklich ihm den Mund zuhält oder sogar zuklebt. Und dann holt Pumba einfach so einen Rekorder raus, wo er seine eigene Stimme mit aufgenommen hat. Beehren Sie uns bald wieder! Beehren Sie uns bald wieder! Denkt sich Hufnertag auch gerade. Beehren Sie uns bald wieder! Shido krabbelt schneller, da will unseren Sitzplatz im ICE. Oh Scheiße, Mann! Es gibt nicht genug. Nein! Ich geh nicht die AfD wählen! Fuck you! Und wenn ich dir die Niere klaue? Nein, auch dann nicht! Oh, du bist doch doof. Eat that, Motherfucker! Die Argumente. Schmeiß ihn mit Argumenten. Ist das dein Gedankengang? Ja, das ist mein Argument. Oh, guck mal, hol! Da oben ein ganz großes, schweres Argument.
Oh, ich glaube, da ist eine ganz große Portion gesunder Menschenverstand mit drin. Ja, oh, lass den benutzen, come on. Oh ja, finde ich gut. Na. Also wann immer so ein brennender AfD-Politiker... Und Argumentation, go! Lass uns diskutieren. Doch, das bringt doch wohl was. Doch, hier. Argumentier damit, Bitch! So. Nachhaltigkeit. Grappling Hook! Okay, wir brauchen noch ein Argument offenbar. Ah, eines, das durch Mark und Bein geht. Mhm. Ja! Lassen Sie mich uns Ihr Wahlprogramm zeigen. Es ist Ex-Merkel! Eine Waffe! Na, worauf wartest du noch? Ja! Lassen Sie sich bitte dieses Argument durch den Kopf gehen, mein guter Mann. Hab ich Ihnen schon unser Wahlprogramm vorgestellt? Es nennt sich Fick dich ins Gesicht. Lüft mal durch. Wir haben voll daneben geschossen, aber ist nicht wichtig. Ich frage mich, ja, warum zum Fick sind die Waffen geladen? Einmal, warum sind sie geladen? Und warum ist das genau jetzt die Patrone, nachdem ich Ihnen davon zwei Magazine vorhin reingedrückt habe? Nur zwei? Cutscene Bullets, ja. Konntet ihr uns überhaupt noch sehen? Da war nichts mehr. Den sehen wir bestimmt nie wieder. Werden wir uns bald wieder. Werden wir uns bald wieder. Irgendwo ist noch die einzelne Hand übrig, wo dir den Mittelfinger zeigt. Pass auf, gleich rennt er auf dich zu, wie Big Mom. Du meinst, er rollt. Ich hab gehört, es ist Eiscreme im Angebot. Oh nein, okay, fuck it. Dieses Lied muss aus der Playlist raus. Eiscreme. Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer. Oh Gott. Nichts gegen Herbert Grönemeyer, aber das Lied, nee. Voll romantisch. Weil, ich hab dir ja die Ultra-Playlist, den Link dazu geschickt, ne? Und ich höre die jetzt wirklich gerade durch, ob da wirklich alles drin ist, was gut ist. Hey. Ich hab da gestern mich mal ein bisschen durchgeklickt. Irgendwie nach einer halben, dreiviertel Stunde hatte ich genug. Ja, es ist wirklich so eigener Geschmack. Ich hab irgendwie gedacht, irgendwann so, Alter, die hört ja gar nicht auf. Die Playlist ist 130 Stunden lang. Natürlich hört die nicht auf. Jake Weskers Blutprobe wurde den führenden Wer fliegt heute? Lien. Scheiße! Auf einmal hörst du nur, ich bin Lien S. Kennedy und bin heute ihr Pilot. Oh, fuck! Nee, du hörst einfach nur so, wie fliegt man dieses Ding? Ist die Lautsprechanlage an? Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte... Oh Junge, jetzt erstmal ein Whisky. Ich finde vor allem das Soundmixing geil, dass jetzt gerade alles super leise ist. Es soll bedächtig wirken. Shutting down. Blöp, blöp. Das ist so unrealistisch. In keinem Flugzeug dieser Welt hast du dieses Maß an Beinfreiheit. Ja. Das kannst du mir nicht weismachen. Ikobi, danke dir fürs Followen. Ich meine, hast du gesehen, wie viel fucking Platz die hatte? Da könntest du ein Bett hinpacken, ich weiß. Da könnte sogar Chris sitzen und hätte Platz. Muss ein Privatjet sein. Sehr großer. Ja. Und was wünschen Sie sich für die Rettung der Welt? Sitzplatz. Mit Beinfreiheit. Keine Kinder auf dem Flug. Und eine Sonnenbrille für den Kleinen. Und jetzt spielen wir hier das Theme von Fast and the Furious ab. Und jetzt würde ich gerne sehen, dass irgendeiner sich die Mühe macht und so die Videos zusammenschneidet, dass plötzlich an ihm dann mit seinem Motorrad vorbei rast. Ich meine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war gerade eben dazu verleitet, in der Szene, wo wir von Tafner Uck verfolgt wurden, war ich dazu verleitet, schlicht und ergreifend Eurobeat einzusetzen. Weißt du, sobald wir die beiden Hebel fährt, rast das Ding ja los. Ohne Scheiß, gerade bei diesem Loren-Ding hättest du Déjà-vu laufen lassen können. Ja!
Aber ich habe gedacht, scheiße, ich kann das Spiel derzeit nicht pausieren. Also ja, bevor ich da jetzt drauf gehe, lasse ich das lieber. Ich habe das nicht auf Quickplay oder so. Ach, ah, ja. Guck mal, kennen wir schon. Will ich nicht. Und der Trailer für das besteste nicht kommende Spiel der Welt. Oh. Mein Fazit. Fuck this game, lass Borderlands spielen. Oh ja, bitte.